Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play oder Let's Play Music oder zu Let's Play Genau. Togavarion. Ja, wir haben uns Let's jetzt erstmal. sing. Wir haben uns in den letzten ein, zwei Folgen auf die Stahlhage vorbereitet, haben die Quest dafür erfüllt und werden da Jo. jetzt. Ja, haben wir uns auch neue Skills gekauft und werden da jetzt, glaube ich, mal reingehen. Bist du sicher? Ich habe hier versprochen, eine ganze Stunde, eine ganze Folge hier drauf rumzuhoppen. Ja, ich bin mir jetzt sicher. Komm her, kleines Spielkind. Oh. Ihr wisst genau, du ist schuld, dass ich das Versprechen nicht halten kann, ne? Das ist klar. So, ich glaube, du So. hast jetzt hier in der Taverne hast du noch ein, zwei Questen, die du annehmen müsstest, wahrscheinlich. Nö. Nö, dann hast du schon alles angenommen. Dann ist ja gut. Nö, hier ist nix. Oh, hier steht ein Pü. Was ein Dü? Ein Pü. Ach so. Der muss mit dir verwandt sein. Sah genauso hässlich aus. Hallo Lana, lass mich mal kurz durch. Bitte, danke. Letzte Nacht war schön. So, hui. Und dann hier rein, oder? Hoher Besuch, Nein, Yang Yang. hier rein müssen wir. Bei dem. Achso, das drüben brauche ich nicht annehmen. Ach so, auch annehmen, natürlich, klar. Na siehst du, das meine ich doch. Willkommen, Yang Yang. Okay. Du hast gefragt, hier rein. Na, ich dachte, da geht's gleich rein. So. Hast du alles angenommen? Ich denk's. Dann Mehr hier war ja rein. nicht. Ah, da drüben halt doch eins ist noch. Nee, ich hab ganz übersehen. Hier, guck mal hier. Willkommen, Yang Yang. Ja, komm, ich nehme euch mit. Ja, annehmen. Ein Wollen wir Schwur, hoffen und nochmal. ihr könnt mir vertrauen. Also ich bin drin. Ja, viel Spaß. Dankeschön. Ich warte so lange hier draußen, hab keine Lust. Richtig. So, Ankunft Stahlhake. Und jetzt, was mache ich hier? Alles umbringen? Alles nicht, aber halt soweit es geht. Wir werden nicht alles umbringen, sondern das, was hier halt letztlich im Weg steht, halt, ne? Ah, so. Weil, wenn du alles umbringen würdest, dann wärst du 2, 3 Stunden hier drin. Ach Was so. dann ja auch irgendwas in die 10 Folgen irgendwie wären. Na, so lange wollten wir ja gar nicht machen heute. Richtig. Mal schauen, wie lange es dauert. Genau, also ich nehme dich jetzt nochmal in Gruppe. Du bist ja jetzt auch schon wieder drin. Wenn ich Ja. sehe, wann du dann stirbst. Das erste Mal. Ist ja lustig. Was? Findest du das nicht lustig? Dass ich sterbe? Nee. Also du wirst auf jeden Fall sterben, nicht gleich am Anfang. Möchte ich da hoffen? Aber Warum soll ich unbedingt sterben? Du bist gemein, dass ich sterben soll. nein, möchte ich ja nicht, aber ich gehe fast davon aus, dass du stirbst. Und wenn doch nicht? Dann, keine Ahnung, dann kriegst du 1 Million China, wenn du nicht stirbst. Eine Million in China. 1 Million China. Kenne ich nicht mit 1 Million Euro? Nein. Warum nicht? Weil weder du und ich, wir beide so viel in unserem Leben einmal verdienen werden. Klar, ich hab doch schon eine. Ja, wo denn? Auf deinem Einstecken. Bank. Habe ich alles einstecken? Als ob das nicht so wäre. So. Er glaubt mir nicht. Man sagt nur mal was, Leute. Finde ich nämlich fies. Bin voll nett. Ja, nehmen wir mal alles an. Alles mit, meine ich. So, dann hier. Darf ich das erste Mal die Kräuterbehandlung verwenden? Juhu. Entschuldigung, ich muss dir mal in die Aufnahme husten. Schneide ich Ja, natürlich ja, raus. ja, ja, ja. Also. Nix da. Du hast es ja natürlich aufgeschrieben. Ich weiß, ich kenne das. Richtig, genau. So. Das Ei, wird er ei, ja ei, 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 ei. jetzt, das wird er jetzt auch noch eine Weile lang nachhängen. Was soll's? Was soll's? Es gibt Schlimmeres. Wir sind alle nur Menschen, Junge. Naja. Junge! Naja, ich bin ein Mensch, okay. Du bist etwas anderes. Oha, ich habe ja auch hier schon Probleme. Oh je, krass. Wo bist denn du? Ich bin schon beim Schlüsselwort. Aha, wo muss ich denn da eigentlich lang? Bist du jetzt schon dort? Nee, ich bin jetzt hier quasi den ersten Gang, jetzt nach links, rechts.
Also mal gucken, da ist nur eine Kabine, da ist sonst keine. Also Runde. in einer der beiden Kabinen, das ist random, ist halt der Schlüsselwort. Aha, Klingenkämpfer, nee. Also wenn der, ich würde zuerst nach rechts gehen, schauen, ob der dort ist, und wenn er nicht dort ist, dann ist er halt in der nächsten Kabine. Nutschikin, Klingenkämpfer, Schamane. Schlüsselwort steht drunter. Ah, da, ja, Schlüsselwort, da, ich sehe. Ist links. So, warte, ich muss mich aber erstmal hochheilen. Weil wenn der Du sagt, der kriegt Probleme. Die zwei Arzt, kommen die da mit, die da drin rennen, oder? Kommt drauf an, weiß ich nicht. Ja, mal ja gleich sehen. Aber ich habe ja meinen Dübop-Beschall dabei, der beschützt mich. So. Ach, das dauert immer so ewig. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man den Dü nicht dabei hat. Tut mir leid, bei mir dauert's halt, wird's halt wieder so sein, dass ihr ein bisschen zusehen müsst, wie ich warte. Und auch werde ich oft in den Aufnahmepausen mich halt auffüllen. Oder halt während ich hinrenne, keine Ahnung, das werden wir auch sehen. So. So. Was am günstigsten halt bei dir sein wird, wird halt so sein, was du halt so viel es geht laufen solltest halt. Wohin laufen? Also sprich halt mit deinen Fertigkeiten halt laufen. Ach, das geht? Das kann ich gar nicht. Doch, müsste ja aber eigentlich gehen, klar. Zumindest halt, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Ich glaube, die erste Kette von dir. Oder dass du laufen musst. Aber ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Also ging gerade nicht. Ich hab versucht. Drei und laufen. Mal gucken. Probier ich dann mal. So, jetzt bin ich vergiftet. Ich glaube, wenn du den... Ich glaube, bei deiner Kette, die du hast, deine Dreierkette, ist das eine Dreierkette? Kommt das hin? Ja. Ich glaube, ab dem zweiten Skill kannst du laufen. Achso, probier ich mal. Ja, tatsächlich. Und das hilft dir dann halt schon, wenn du das weißt, ne? Ja, ne, auf jeden Fall. Aber ich bin ja auch so eher der sture da stehenbleiber, wo er ist. Das ist das falsche Ziel. Aber, naja, was soll's. Müssen wir durch. So, also Schlüssel habe ich, muss ich jetzt da durch. Nur noch mal ein bisschen hochheilen. Hopp. Lalalala, machen wir euch inzwischen mal die Türe auf. So. Eine Patrouille und ein Arbeiter. Sowas. Steven Piss? Pisst der sich da gerade an? Hä? Der erzählt ein Zeug. Also meiner hier. Und schon, der läuft er wieder nicht. Mich haben sie gerade eingeschläfert. Und mich haben sie gleich tot. Echt? Vielleicht am Anfang schon, aber ja, ich sehe das schon. Du bist tot. Lalalalalala. Lebst du noch? Noch, aber oh nein. Nicht mehr lang. Nee. Hat mich erwischt. Ja! Ich meine natürlich, oh, schade. Ja. Oh. Jetzt hast du natürlich wieder übersteuert in deiner Audioaufnahme, das musst du alles wieder rausschneiden, bist wieder sehr leise dann. Richtig, genau. Du armer Kerl. Naja, hat natürlich den Vorteil, dass ich jetzt hier draußen, hier drin rumstehe und, in aller Ruhe wo laufen kann. Lalalala. Betonung liegt in aller Ruhe, ne? Ja, ich hab doch Zeit. Oder nicht? Hey, du wärst vorhin auch fast verreckt. Nur mit dem Unterschied, dass du dich hier nach jedem Kampf richtig vernünftig hochheilen kannst, dich nicht. Oh, scheiße, ey. Geh mal lieber nochmal raus aus der Instanz und geh mal raus aus der Instanz. Du müsstest dort, wenn du am Anfang bist mit so einem Anker, komm, geh dort mal raus. Warte, dann muss ich wieder zurückrennen. Warum? Damit du deine Seelenkrankheit mal wegbekommst, weil du bist jetzt auf 3 Minuten oben. Das heißt, du bist auf Stufe 7. Das heißt, wenn du das nächste Mal verreckst, bist du bei 3 Minuten 20. Und das ist so, ja, das ist halt nicht so toll. So, also wo komme ich hier raus, hä? Da müsste so ein Anker eigentlich sein, guck mal. Ja, da ist ein Anker. Ach so, den kann ich anklicken, da ja. Richtig. Die Instanz bleibt 5 Minuten offen, also solltest du dich etwas dann gleich beeilen. Wo soll ich hin? Runter nach Sanctum, ich weiß jetzt gar nicht, da wo die... Oh, scheiße.
Kann selber erstmal gucken. Ach, das hätte man ja auch vorher mal machen können. Lalalalalala, ich fange wahrscheinlich gleich wieder an. Ich freue mich, ich freue mich. Also nach unten, nach Sanctum, und da bist du, ist irgendwo der Obelisk halt. Dort, wo hier ich, dort, wo man die Skills kaufen kann, davor. Mach mal ein Kreuz auf der Karte, wenn es kannst. Gerade nicht. Sonst hätte ich es gemacht. Werde ich ewig suchen, also 5 Minuten dauern da nicht. Meine Güte. Schlimm, schlimm, schlimm. Und das sagt er mir jetzt einmal alles. Das kriege ich immer alles erst zu halb erfahren. Das merke ich mir. Nein, ich glaube, ich verreck jetzt auch. Ja, ja. Ach, Herr Juni. Tschüss, du, tschüss, du. Stirb. So, ich nehme an, nach links, ja, hast du gesagt, ne? Laufen, oder? Bitte? Wohin laufen, hast du gesagt? Oder ich stehe auch erstmal auf, ich glaube, ich komme auch nochmal kurz runter. So. Sanctum. Dilani ist tot, Dilani ist tot. Da müsst ihr auch mal auf der Karte gucken, ist er nur auf der Karte. Ja, ich sehe das ja nicht. So. Ich weiß ja nicht, was du von mir willst eigentlich. Keine Ahnung, was er von mir will. Also ich hab dir das Kreuz drauf. Oh. Ach so, ne, dann sag das doch mal. Ja, hab ich glaube ich nicht. Nee, hast du nicht. Ich sehe hier nämlich nichts. Und wenn, dann schreibst du mal in Gruppe. Ja. Lalalalalala. So, jetzt bin ich dort, wo die Dinger gekauft werden. So, ich habe dir jetzt zum Beispiel schon mal eine Kartenskizze geschrieben. Zum Beispiel gemacht. Kannst eine Kartenskizze kannst du machen. Achso. Wie rufe ich die auf? Keine Ahnung, muss mal gucken. Da hat er euch eine Kartenskizze geschickt, da kann ich aber noch was anklicken. Und hier ist der Ort davon. Oh, ich habe nur. Wie viel? Eine Minute habe ich, ne? Das geht schon noch bei mir. Na toll! Das ist hier ganz spannend. Ach nee, das sind andere Orte. Was denn? Weil ich deine Ordner ja noch gar nicht angeklickt habe, so. Bist du denn jetzt in Sanctum? Ich bin jetzt bei den, ja, Schützenmeister und so weiter und so fort. Ja, da musst du raus und rechts daneben aus der Halle heraus, da ist der Obelisk, ist der Seelenheiler. Ach so. Ja, du musst zum Seelenheiler. So, ich stehe da noch ein Heilarmist. Der ist es nicht. Infotafel. Ah, da ist der Seelenheiler, na klar. So, Seele heilen. Sag doch gleich. Meine Güte. So, warte mal, wenn du gleich noch in Sanctum bist, dann kannst du dir da. Oder? Nö, muss ich ja nochmal neu rein. Neu rein nicht, aber hier ist glaube ich. Oh, wie an die Tasten haut und trotzdem nichts mehr kommt. So, da müsste glaube ich noch so ein Priester des Segens stehen, wo du dich halt buffen lassen kannst. Ach so, alles klar. Aber könnte halt auch nicht sein, weiß ich nicht. Na, rennen wir halt nochmal zurück. Die Buff hätte ich mir auch vorher heilen können. Ach nee, nee. Das sind halt immer so Vorbereitungssachen, ne? An alles denkst du halt auch nicht immer. Ne? Ich hatte mir ja vorher mal geholt. So, wo war das denn? Wo bin ich? Bin schon vorbei, klar. So, ich sehe hier keinen. Dann lass halt einfach. Ich weiß, wiss jetzt auch nicht, wo er ist. Vielleicht auf der anderen Seite noch, aber ich glaube, der war dort irgendwo. Na gut, ich gehe jetzt rein. Scheiß auf den Segen, braucht kein Mensch. Teleportieren, sonst hält das Ding wieder auf und ich muss von vorne anfangen, da habe ich jetzt auch keinen Bock zu. Nee. Und alles nur wegen dir. So, hopp. Schnell hin. Wo geht's denn hin? Da lang. Und. Pim, so eine Rolle rein. Ich hätte auch den anderen Weg nehmen können, schätze ich mal, aber. Ja, der geht auch. So. Hauptsache, ich komme an, nicht wahr, Leute?
Da lang. Wie er voll im Kreis gerannt ist. So, schnell, 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 damit die 5 Minuten nicht rum sind. Und dann würde ich sagen, sobald ich da wieder drin bin. Hier, so. Kann ich euch etwas verkaufen? Das ist für mich auch ganz schön heftig hier mit Bord. Nee, 5 Minuten Schaden sind schon wohl schon drum. Lass mich mal kurz aus Gruppe. Achso, ja, ja, okay. Genau. Siehst du, ich muss nochmal von vorne anfangen. Und das nur, weil du mich extra nochmal hingeschickt hast. Dann hätte ich es geschafft. Hä? Was denn? Ja. Musst du nicht nochmal von vorne anfangen? Nö, geht doch gar nicht. Ne, vorhin komme ich doch. Ach nee, doch nicht, stimmt ja. Leute, was ich nicht glaube, ich bin auf jeden Fall am Anfang. Ich muss zwar nicht mal alle Mobs töten, aber das ist ja erstmal egal. So, aber das mache ich sowieso in der nächsten Folge. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.